Dann kommen wir zu den restlichen Beschlussempfehlungen. Drucksache 20/3630. Wer stimmt zu? Das ist das ganze Haus. Da stimmt auch keiner dagegen. Dann ist das einstimmig angenommen. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 62, Beschlussempfehlung, Bericht, Ausschuss für Wirtschaft, Energie und so weiter, Drucksache 20/3633 zu Drucksache 20/3000. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, AfD. Wer enthält sich? LINKE und die Frau Kollegin Walte. Dann so zugestimmt. 63, Beschlussempfehlung des Kulturpolitischen Ausschusses, Planungssicherheit für Schulen schaffen, Drucksache 20/3635 zu 20/3526. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, AfD. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE. Wer enthält sich? Frau Kollegin Walde, was war das? Zustimmung. Dann ist dies so beschlossen. Dann 64, Beschlussempfehlung Kulturpolitischer Ausschuss, Schule in der neuen Normalität. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Kollegin Walter, wer ist dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die AfD, dann mit dieser Mehrheit beschlossen. 65, Beschlussempfehlung Bericht des Innenausschusses, polizeiliches Fehlverhalten, Gewalt usw. So wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? DIE LINKE, die SPD, die AfD. Wer enthält sich? Die FDP und die Frau Kollegin Walter hatte zugestimmt. Gut. Dann so, also so beschlossen. Ne? Dann 66, Beschlussempfehlung Bericht des Sozialpolitischen Ausschusses, Entschließungsantrag Fraktion der CDU und Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Schutz von Frauen und Kindern usw. So wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD und DIE LINKE und AfD und, wer enthält, und die Frau Kollegin Walde. Und wer enthält sich? Die FDP. Dann ist das so beschlossen. Tagesordnungspunkt 67, Sozialausschuss, Sozialpolitischer Ausschuss, Antrag der FDP, AWO-Skandal aufklären. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, AfD. Wer ist dagegen? Die FDP und DIE LINKE und die Frau Kollegin Walde. Dann ist das so beschlossen. 68, Schlussempfehlung, Bericht Sozialpolitischer Ausschuss, Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion CDU und GRÜNE, Aufklärung des AWO-Skandals in Frankfurt. Wer stimmt zu? Das ist jetzt 68, vorher war es 67, danach kommt 90. Tagesordnungspunkt 68. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD. Wer ist dagegen? Die Fraktion DIE LINKE, FDP, AfD. Und wer enthält sich? Die Frau Kollegin Walter. Dann so angenommen. 69. Schlussempfehlung, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der AfD. Auch AWO-Skandal. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, DIE LINKE, die FDP. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Frau Kollegin Walde, was macht ihr? Was macht die AfD? Nichtbeteiligung oder was? Bei Nichtbeteiligung. Ja, sag mal was, Dr. Grobe. Also, wir lehnen ab. Das war ein Fehler von unserer Seite. Gut, also AfD hat abgelehnt, dann ist es so beschlossen. Tagesordnungspunkt 70. Rechtspolitischer Ausschuss, Korruptionsskandal restlos aufklären. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE. Wer enthält sich? Die AfD, die FDP und die Frau Kollegin Walte. So beschlossen. 71. Bitte? Dann macht die Tür mal zu. Das sieht man besser. Ja. Gut, also Frau Walter hat sich nicht beteiligt, wird hier zugerufen. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist. Tagesordnungspunkt 71. Rechtspolitischer Ausschuss, Vertrauen in einen verlässlichen Rechtsstaat. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE, die FDP. Wer enthält sich? Die AfD. Und die Frau Kollegin Walter ist nicht da. Dann 72. Schlussempfehlung Rechtspolitischer Ausschuss. Dringlicher Antrag FDP, Vertrauen in Justiz stärken. Wer ist dafür?
CDU, Bündnis 90 Die Grünen, wer ist dagegen? SPD und FDP, wer enthält sich? Die Linke und die AfD, damit dieser Mehrheit beschlossen. 80, Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses. Entschließungsantrag CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Land bleibt Partner der Kommunen. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, wer ist dagegen? SPD, Linke, AfD, wer enthält sich? Die FDP, dann mit dieser Mehrheit beschlossen. 81, Beschlussempfehlung Haushaltsausschuss, Dringlicher Antrag der Freien Demokraten von schnellen belastbaren Vorgaben der Landesregierung und so weiter. Wer stimmt zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und die FDP. Wer enthält sich? Die AfD. So beschlossen. So, dann hätten wir die Abstimmung gemacht. Wir hätten jetzt noch Ausschüsse. Im Anschluss an die Plenarsitzung tagt der Innenausschuss im Sitzungsraum 501a. Und 30 Minuten nach Ende der Plenarsitzung tagt der Kulturpolitische Ausschuss und der Sozialpolitische Ausschuss gemeinsam im Plenarsaal. Wir wären damit am Ende der Sitzung. Meine Damen und Herren, morgen früh sind Sie erneut wieder herzlich eingeladen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen.